Hi, Andrzej hier für tabletblog.de und Mobile Geeks. Wir sind gerade bei Asus und haben hier wieder das Asus PhonePad, das wir schon mal in einem Video genauer vorgestellt haben. Und heute wollen wir das Asus PhonePad mit dem Google Nexus 7 vergleichen, das ja auch für Asus, von Asus hergestellt wird, aber in Partnerschaft mit Google. Und wie ihr seht, sehen sich die beiden Tablets auch relativ ähnlich. Beide haben ein 7 Zoll Display, beide ein IPS Display mit 1280x800 Pixeln. Darunter sind sie aber sehr verschieden. Wir haben hier den Intel Atom Prozessor bei 1,2 GHz und hier drin den Tegra 3 Quad-Core ARM Prozessor. Beide haben allerdings auch 1 GB Arbeitsspeicher. Hier haben wir 16 GB Speicher, bei dem günstigsten Nexus 7 ebenfalls 16 GB Speicher. Beide haben hier vorne eine Kamera. Das Asus PhonePad wird es auch mit einer Kamera auf der Rückseite geben. Allerdings wird diese Version dann nicht in Deutschland erscheinen. Leider nicht. Aber gut, dafür kostet das Asus PhonePad auch nur 229 Euro in Deutschland. Das Nexus 7 natürlich in der günstigsten Variante 199 Euro. Allerdings, wie der Name vom Asus PhonePad schon sagt, ist hier nicht nur 3G mit integriert für den Preis auch, sondern man kann damit auch Telefonate führen und SMS schreiben. Die entsprechenden Apps seht ihr hier schon. Es kann also komplett ein Smartphone ersetzen. Und wenn man dann schaut, 3G-Tablet, ich habe jetzt auch die 3G-Version des Nexus 7, da ist dann doch preislich ein großer Unterschied. Und was mich immer gestört hat, mit dem Nexus 7 kann man zwar SMS schreiben, wenn man die entsprechenden Apps installiert, aber keine Telefonate führen. Gut, gehen wir mal weiter um die beiden Geräte herum. Wir haben hier erstmal beim Asus PhonePad ein Gehäuse aus Aluminium, das sieht sehr schön aus. Das Nexus 7 hat ein Plastikgehäuse, ist natürlich auch schon ein bisschen älter und fühlt sich deshalb nicht ganz so hochwertig an wie das Asus PhonePad. Außerdem, was viele beim Nexus 7 immer vermisst haben, ist ein MicroSD-Kartenslot. Der befindet sich hinter dieser Klappe hier. Das hat das Nexus 7 natürlich nicht, das Asus Padphone schon. Sonst, beide haben Micro-USB-Anschlüsse, natürlich die verschiedenen Buttons, um die Lautstärke und so weiter zu regeln. Wir haben hier gerade leider kein Internet, deshalb können wir schlecht irgendwelche genauen Vergleiche durchführen. Wir können höchstens testen, wie schnell die einzelnen Apps starten, ohne dass Internet da ist, also nur den Browser oder so. Mal sehen, ob wir das vielleicht ein bisschen hinkriegen. Dafür schauen wir eben, ob der Browser auf beiden offen ist. Ich glaube nämlich schon. Schließen wir mal. Öffnen wir einfach mal Chrome. Könnt ihr ja gucken, zu Hause, welcher schneller ist. Okay, ich denke, sind etwa gleich. Aber hier können wir mal schnell die Displays anschauen. Ich glaube, die Displays sind in etwa gleich gut. Ich vermute sogar, das sind die gleichen Displays. Ist gerade ein bisschen schwer zu sehen hier mit den Spiegelungen, aber schaut auf jeden Fall ziemlich ähnlich aus. Ich denke mal, das werden die gleichen sein. Ja, das ist ein kurzer Vergleich vom Asus PhonePad mit dem Google Nexus 7. Das Asus PhonePad werden wir so schnell wie möglich testen und dann werden wir auch bei der Performance sehen, wie die beiden Tablets sich da schlagen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.